Witch ist, was das angeht, sehr nah dran. Und das war einmal dir mit denen verkackt hast, dann war es das. Kann ich aber auch nachvollziehen, teilweise. Es kommt halt so, würde ich sagen, drauf an, was man gemacht hat. Ich bin auf YouTube, wird auch gegen die Richtlinien verstoßen von mehreren Kanälen, die werden trotzdem nicht gesperrt. Da finde ich es dann doch mal ein bisschen besser, wenn man auf Twitch durchgreift, wenn da jemand wirklich Scheiße baut. Na, ich denke, mit dem restlichen Kommandobalken können wir es vielleicht noch schaffen. Beziehungsweise gibt. Oh, Alter! Ja, stimmt, ich glaube, ich hatte den Stream-Ausschnitt mal gesehen von ihm. Na gut, es gibt ja auch noch andere Aussagen, wo man sich fragt, ob er wirklich weiß, was er da genau redet. Und mir hat er, glaube ich, mal gemeint, nochmal so ein Holocaust wäre nicht schlecht oder so. Ich war auch so, what the fuck? Ja, also wie gesagt, sollen ihm sein. Ich finde, sie sollten es ihm einfach erlauben. Weil letzten Endes, der wird keinen normalen Job mehr bekommen. Ja. Glaube ich wirklich nicht, dass er wusste, was das ist. Der wird niemals eine Chance haben, ein normales Leben zu führen. Einen normalen Job und einen. Dann sollen sie doch wenigstens hier das streamen lassen, damit schadet er, okay. Wenn alles, was dann passiert ist, das hat er sich dann selbst zu verantworten. Ja, es könnte vielleicht schlecht sein. Versuchen wir es trotzdem mal. Und natürlich war es schlecht. Gut, dass ich noch lebe. Na komm her, komm her. Nicht so zierlich. Oh. Er gibt keine Brumpfgeräusche von sich. Ich habe mich ja bei Eroga, weil ihm was bringen würde. Das müsste ich vielleicht mal auf meinem Casual-Spielstand testen. So, weg da, weg da, weg da. Wow, nicht getroffen, krank. Glück gehabt. Extrem viel Glück gehabt. Ich glaube sogar, wenn man hier zu früh angreift, kann man noch von dem Rundumschlag nach oben hin getroffen werden. Also ihn mal ein bisschen wieder in die nächste Phase näher zu bringen. Und es hat natürlich mal wieder nicht geklappt, weil ich nicht aufgepasst habe. Was? Okay. Damit entehre ich wieder die Familie, dass ich hier Rage Home einsetze. Ich meine, das Krasse an Rage Home ist, dass du auch diesen Rundumschutz hast, den du ja normalerweise nur durch bestimmte Transformationsänderungen haben würdest. Okay, gut. Da ist dann auch mal die Faxen dicke. Also fast alles durch den Secret Boss Drachen und Artikel 13 Ablauf für der Lizenz Kill Mars Demo. Ja. Ich weiß nicht genau, worüber man noch großartig reden könnte. Also wir haben jetzt hier im nächsten Monat ein paar Spiele-Releases, auf die ich mich freue.
Devil May Cry 5 zum Beispiel. Ich würde mir wahrscheinlich sogar Episode A den Hund von Final Fantasy 15. Sieht zumindest bisher verdammt interessant aus. Und ich habe auch erst kürzlich privat Episode Ignis gezockt und es war ziemlich spaßig, es war ziemlich geil gemacht sogar. Ich glaube, irgendwas kommt noch im März raus, also Left Alive kommt noch raus, aber ich habe mir mal ein bisschen Gameplay angeschaut. Also ich hatte eigentlich, so krass hat mich jetzt noch nicht mitgerissen. Auch für einen zum selben Art Designer ist wie von Metal Gear. Yoji Chinkawa. Ah, es gab doch irgendein Spiel außer der Devil May Cry 5. Yes, ich komm drauf. Ich weiß nicht mehr, welches Genre das war. Ah, ich weiß hier, was es war. Sekiro. Sekiro Shadows Die Twice kommt auch noch raus diesen nächsten Monat. The Division 2. Ich hab nicht mal The Division 1 gezockt. Ich muss zugeben, damals sah es ein bisschen interessant aus, aber was ich dann von anderen Leuten gehört habe, die es dann wirklich gezockt haben, waren wohl doch nicht so prickelnd. Ja, stimmt, also Sekiro, Devil May Cry 5 und Episode Arden. Und vielleicht Left Alive für den Fall, dass es auf einmal doch geil sein sollte. Ich finde es jetzt so ein bisschen merkwürdig. Vor ein paar Jahren haben sie es so ein bisschen hochgeteasert. Jetzt so inzwischen werden relativ häufig Gameplay-Trailer veröffentlicht und irgendwie bekomme ich davon nie was mit, großartig. Nur immer mal hier und da mal auf Twitter durch das Square Enix Folge sehe ich dann, oh, okay, es gibt einen neuen Trailer zu Left Alive. Ansonsten würde ich von dem Spiel auch nichts mitbekommen. Na, sind wir schon in der... Ja, sind wir. Gut, wünsche mir viel Glück. Ach, ja. Das war mal wieder absolutes Glück, dass wir das überlebt haben überhaupt. Wow, wir leben noch. Okay. Also unser Leben hängt gerade am seidenen Faden. Hey, das ist und weg da, so. Nicht, dass wir ihn unnötig provozieren. Das mag der Onkel nicht. Haben wir es gerade wirklich dreimal in Folge geschafft, den Orbs komplett zu entgehen? Aber vielleicht haben wir jetzt doch mal endlich ein Muster entdeckt, den wir schaffen könnten. Oh, Resident Evil 2 muss. Müsste ich eigentlich noch zocken, das Problem ist nur... Ich kenne halt zu Resident Evil 1 nicht und würde auf jeden Fall ganz gerne das vorher zocken, bevor ich Resident Evil 2 zocke. Okay. Glück gehabt. Die Phase ist mir halt einfach teilweise echt zu risky, wenn ich aus dem üblichen Muster mal rausfalle, was er als nächstes einsetzt. Okay.
Trotzdem fühle ich mich immer vertrauter, wenn ich die Welt schon kenne, in der ich mich dann rumtreibe. Auch wenn zum Beispiel die Eva 1 diese komische Villa ist und ich weiß gar nicht, was man genau in Resident Evil 2 alles erkundet. Ob es ganz Raccoon City ist. Oder nur ein Teil davon. Wow. Schnell fliegen, schnell fliegen, schnell fliegen, schnell fliegen. Und hoffen, dass wir den Shit überleben. Ich sehe nichts. Okay, Police Department. Gut, aber ich denke mal, irgendwann mal in meinem Leben werde ich das hier schaffen. Hoffe ich einfach mal. Nice. Beschissen. Teil 3 spielt in der ganzen Stadt. Haha, ich wusste es. Dass du mich trollen würdest in der Phase. Okay, ich muss sagen, ich bin echt erstaunt, wie gut es gerade läuft. Und aufhören. Oh, nice. Nicht nice. Na, 100 pro die lange Combo. So, wir sind gleich dabei, unseren bisher besten Versuch zu übertreffen. Oh, ich hätte heute angreifen können, ich Idiot. Wir versuchen es aber jetzt mal ganz ruhig und sauber zu beenden. 1, 2, 3. Oh, ich hätte sogar noch einmal mehr zuschlagen können. Und weiter ausweichen. War vielleicht ein bisschen risky, aber Gott sei Dank waren wir hoch genug. Ah, falsche Reihenfolge. Wo bist du? Ich wusste es, dass er mich killen wollen würde. Stell dir vor, wenn wir jetzt noch sterben würden, ey, es wäre so bitter. Okay, bitte Gott, lass alles nach meinem Gunsten laufen. Das hat lange gedauert. So, aber nicht vergessen, wir müssen noch unsere Statuswerte zeigen. Dass wir das ja legitim gemacht haben. Danke dir. Und dass das ja auch Profi-Modus ist. Und nicht irgendwie gecheatet. Auf Beginner. So, Ausrüstung. Nur Königsanhänger. Mehr hatte ich nicht. Statuswerte. 15 Magie, 15 Abwehr 8. Also ich habe keinen einzigen Stat Boost benutzt und
Wie man sehen kann, ist auch kein Gericht aktiv, wie man sehen kann, neben Soras Kopf. Und der Königsanhänger hat die Werte 4 und 3, also die Anfangswerte, plus noch... Was kann man noch sagen? Achso. Und da beim Self-Soul kann ich euch zeigen, dass das hier Level 1 Profi ist. Aber kann man sich das nur woanders anzeigen lassen, außer im Safe-Slot? Na gut, man kann es ja natürlich selber probieren, den eigenen Damage-Output an der Stelle auf Level 1 Profi. Bei Einstellung?